Nachdem beide ihr Auftaktspiel gewonnen hatten, trafen Bayern und Frankfurt am zweiten Spieltag direkt aufeinander, und zwar am Campus in München. Die Frankfurterinnen kamen mit Kapitänin Tanja Pavolek, ganz junge Spielerin, neu zur Kapitänin ernannt. Keine verkörpert die Philosophie von Frankfurt so wie sie, sagt ihr Trainer. Die roten Münchnerinnen mit Melanie Leupolz nach 20 Minuten mit der ersten Torannäherung. Aber Sie sehen schon, wenn wir Ihnen diese Szene zeigen, allzu viel los war nicht im ersten Durchgang. Nach einer halben Stunde die erste ernstzunehmende Torannäherung der Münchnerinnen. Aber was für eine. Nach diesem langen Ball von Ilestedt ist Behrenstein unterwegs, vernascht ihre Gegenspielerin Kleinherne und schiebt locker ein zum 1-0 in der 30. Minute. Was für ein super Ball von Neuzugang Ilestedt. Stürzel kommt da nicht ganz hin, davon profitiert Behrenstein. Und sie spielt ihre Dynamik und ihr Tempo aus. Und der Torabschluss passt auch. Das ist, was ihr noch so ein bisschen fehlt. Aber hier macht sie super. Die Vize-Weltmeisterin mit den Niederlanden und Europameisterin von 2017. Kurz vor der Halbzeitpause wieder so ein langer Ball von dem Neuzugang Ilestedt aus Potsdam. Weitergeleitet von der eingewechselten Ellie Riley. Und da ist Dallmann, aber Heberlin ist da und kratzt ihr den Ball vom Fuß. Aber auch an dieser Szene erkennen Sie, die erste Halbzeit war nicht so spektakulär. Es blieb genügend Zeit für Körperpflege. Der zweite Durchgang startete dann mit einer Chance für Frankfurt. Freistoß Pavolek, und da ist ein Kopfball von Kleinherne. Der geht knapp am Kasten vorbei, aber wir sehen in der Zeitlupe, so richtig gefährlich und so richtig dicht dran am Tor war das Ganze dann auch nicht. Zehn Minuten jetzt gespielt im zweiten Durchgang. Die Bayern wieder langsam auf Betriebstemperatur. Frankfurt wieder in der Defensive, wie schon in der ersten Halbzeit. Da machten es die Frankfurterinnen hinten richtig gut. Jetzt gab es dann doch ein paar Lücken. Die Flanke von Gwind landet bei Behrenstein. Aber hier, ja, ist sie nicht so kalt vor dem Tor wie bei ihrem 1-0. Das muss eigentlich das sichere 2-0 sein in dieser Szene. Aber Behrenstein bekam vier Minuten später die Chance, es besser zu machen. Frankfurt jetzt mal etwas weiter aufgerückt, und das rächt sich nach dem Ballverlust. Magull mit dem schönen Steckpass auf Linda Dallmann. Die behält die Übersicht, und Behrenstein muss nur noch einschieben zum 2-0 in der 59. Minute. Doppelpack für Linnef Behrenstein, aber natürlich aufgrund dieser tollen Vorlage von Dallmann, die ihr nicht einfach blind abzieht, sondern das Auge hat für die mitgelaufene Mitspielerin. Wieder nur fünf Minuten später, Eckball für die Bayern. Verena Schwers mit der Flanke und Sandrine Moreau ins eigene Tor zum 3-0, 64. Minute. Schwers kriegt den Assist, und ganz unglücklich natürlich, Moreau will hier klären und schießt eins der schöneren Eigentore in der letzten Zeit. Wir sind jetzt schon in der 84. Minute, die Partie entschieden. Frankfurt machte nochmal etwas auf und kam mit Pavolek hier zum Schuss. Und so dürfte sich auch Laura Benkert, Vize-Ersatzkeeperin bei der WM für Deutschland, auch nochmal auszeichnen. Der Schuss, eine leichte Beute für Laura Benkert. 86. Minute, Julia Gwynn, die Flügelflitzerin, unterwegs. Und da ist Verena Schwers. Was für ein schöner Kopfball von der Linksverteidigerin. Und nur die Latte verhindert hier das 4-0 für den FCB. Und so gehörte der Schlusspunkt nochmal den Frankfurterinnen, und zwar mit der eingewechselten Shakira Martinez. Die legt hier den Turbo ein, und Benkert muss nochmal alles rausholen, um den aus dem Eck zu kratzen. Wir sehen in der Zeitlupe, dass der drin gewesen wäre von der Siegtorschützin aus dem Potsdam-Spiel. Letzte Woche hatte sie ja das entscheidende 3-2 erzielt. So blieb es hier am Ende beim 3-0 für den FCB. Das war verdient, und die Bayern mit einem Top-Saisonstart 6 Punkte aus 2 Spielen.